Wenn Abstechen des Freundes einer hübschen Frau auf dem Oktoberfest nicht geht, kommt ein Talerhohn und sagt, entweder suchen wir ihn zu Hause auf oder schlagen ihn mit Fäusten tot. Kein Spaß, Leute, eine Videoaufnahme sagt genau das. Sie kommt vom größten Volksfest der Welt, von den Wiesen in München und nee, einfach nee. Schaut rein. Okay, Bro. Bro, einfach Autoscooter chillen oder hier rumlaufen. Einfach, wenn du einen siehst, einfach ansprechen. Wenn ihr einen Freund hast, wenn ihr einen Freund habt, dann packen wir den einfach. Und wenn Single ist, direkt. Okay. Wir kommen alle, wir 20, 30 ja, wir ja. gehen zu dem hin, wir packen den, wir stechen den ab oder so. Bro. Ja, ja. So, hast du ein Messer dabei? Nein, Bro, geht nicht wegen Security. Was, wie packt ihr den? Einfach so Bodenkampf und so? Ja, ja, wir suchen den, wir gehen zu dem nach Hause, wir packen den dann. Ja, geil, okay. Das ist kein Spaß, Leute. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist von den Wiesen. Es ist völliger Wahnsinn. Sie sagen das auch noch offen, ja, und das mit den Bauchtaschen und mit den Käppis, ich sag dazu nichts. Auch wo die jungen Männer hierher kommen, sagen wir erstmal nichts dazu. Könnte vieles sein, aber es sind auf jeden Fall junge, migrantische, wahrscheinlich muslimische Männer. So viel ist klar. Und das Frauenbild, was sie uns hier vermitteln, das ist auch klar, ja. Wenn du eine siehst, wenn du an den Autoscooter chillst, ja, dann mach sie einfach an und wenn die einen dabei hat, dann stech den einfach ab. Das ist die Zukunft für Deutschland. Und das sind auch genau die Jugendlichen, die mit unseren Kindern in unserer Schule auf unseren Pausenhöfen sitzen und dann wundern sie sich, warum die AfD inzwischen stärkste Kraft bei den Erstwählern wird. Genau deswegen, ja, wegen dieser Verhöhnung und dieser Verachtung gegenüber Frauen und unserem ganzen Wertesystem. Hier, die denken ernsthaft, und das sind wahrscheinlich schon Leute, die sind schon länger hier, viele davon sind auch hier geboren, schlimm genug, es ist dann, sie haben überhaupt keine Sozialisation, ja, also das ist eine völlig andere Zivilisationsstufe, ja. Das sind Menschen wie du und ich, möchte ich überhaupt nicht absprechen, ja? Die haben auch ein Recht zu existieren. Es gibt dann nur die Frage, dieses Recht zu existieren beinhaltet ja nicht das räumliche Geltungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ja? Existieren können die ja auch woanders. Aber wenn man dann sowas sieht, ja? Wie geht's euch dabei? Also, meine Tochter geht nicht auf die Wiesen. Nicht unbedingt, weil sie nicht hier sind, sondern weil sie noch viel zu klein ist und weil es vermutlich dann auch viel zu teuer ist. Aber irgendwann wird auch mein Kind größer. Und soll dann irgendwann alleine an diesem Alltag in diesem Land teilnehmen. Ich sehe das nicht kommen, deswegen gibt es Auswandern mit Kopf. Ich werde dieses Land irgendwann verlassen müssen, alleine, um gegenüber meinen Kindern keine Schuld zu haben, wenn ihnen am Ende hier etwas zustößt. Denn wenn wir noch 2-3 Jahre warten, können wir ja mal schauen, wie tief Deutschland in der Sicherheitsstatistik dann gesunken ist im Vergleich zu anderen Ländern. Ob es dann wirklich dritte Weltländer gibt, in denen statistisch weniger Straftaten pro Kopf passieren. Wir sind auf dem besten Wege dahin. Und dann sagen sie auch noch unverblümt, naja, abstechen geht nicht auf dem Oktoberfest wegen der Security. Und da muss man mal sagen, diese Security vom Oktoberfest, bis jetzt ist ja da wirklich wenig passiert. Es gab jetzt keine schlimmen Bilder bisher, außer die kotzenden und koksenden Besucher dieses Festes. Das gehört ja aber dazu, wenn man da unten die Leute fragt. Hier ist nichts passiert. Und dann frage ich mich, können wir diese Security-Leute teilweise vielleicht in den Polizeidienst holen? Können wir die weiter benutzen? Das muss eine ziemlich gut funktionierende, gut organisierte Struktur sein, dass das Münchner Oktoberfest hier so gut verläuft. Es könnte natürlich auch sein, dass die Betreiber natürlich dann nicht den billigsten Anbieter nehmen, sondern tief in die Tasche greifen und nehmen am Ende vielleicht sogar aus der Schweiz einen teuren Sicherheitsdienstleister, um hier die Sicherheit auf den Wiesen zu gewährleisten. Es bleibt jetzt spannend abzuwarten, ob es weiterhin so ist, dass jetzt die Zahlen eher relativ niedrig sind und dass wenig passiert. Aber wenn wir uns diese Taler-Honks hier inzwischen angucken, das ist völliger Wahnsinn. Wir schauen uns das jetzt nochmal an, weil es einfach so pervers und in meinen Augen auch asozial ist. Okay, Bro. Bro, einfach Autoscooter chillen oder hier rumlaufen. Einfach, wenn du einen siehst, einfach ansprechen. Wenn ihr einen Freund hast, wenn ihr einen Freund habt, dann packen wir den einfach. Und wenn Single ist, direkt. Okay. Wir kommen alle, wir 20, 30, ja, wir ja. gehen zu dem hin, wir packen den, wir stechen den ab oder so. Bro. Ja, ja. So, hast du ein Messer dabei? Nein, Bro, geht nicht wegen Security. Was, wie packt ihr den? Einfach so Bodenkampf und so? Ja, ja, wir suchen den, wir gehen zu dem nach Hause, wir packen den dann. Ja, geil, okay.
Und dann kommen deutsche Richter, Staatsanwälte und irgendwelche Jugendgerichtshilfen, die einem sagen wollen, wenn Jugendliche solche Aussagen tätigen, wenn sie quasi sagen, wir laufen sonst mit Messern rum, damit wir uns auch gegen Freunde anderer Mädchen verteidigen können, dann ist das keine Gefahr für die Allgemeinheit. Man erklärt sie dann für nicht zurechnungsfähig. Und eins kann ich euch sagen, wenn man diese Jungen kontrolliert, die haben alle ein Messer dabei. Ich wollte eigentlich mal rausfinden, ob es Machetenhersteller gibt, die ihre Absatzzahlen veröffentlichen und ob wir hier im europäischen Raum eine Zunahme sehen. Ich konnte bisher keine verlässliche Datenquelle finden. Wenn jemand von euch sowas findet, schickt mir gerne eine E-Mail an kontakt@politikmitkopf.de, ohne Bindestrich, alles zusammen. Aber diese Talahongs werden dieses Land wirklich in den Ruin und in den Abgrund stürzen. Jetzt werden viele sagen, das sind aber nicht so viele, das sind gar nicht so viele, das sind gar nicht so viele. Da muss man sich mal die Zahlen angucken, Leute. Wir haben 3,49 Millionen Leute in unserem Land, die unter dem Status geflüchtet oder schutzbedürftig stehen. Wir wissen, dass der überwiegend große Anteil davon Männer sind. Es gibt eine Milchmädchenstudie, da haben sie die 18-Jährigen rausgerechnet und da waren es knapp mehr Frauen. Das heißt, der überwiegende Anteil hier ist migrantisch und jung und männlich. Und das sind nicht nur ein paar wenige. Wir können bei 3,49 Millionen Menschen mal davon ausgehen. Wir ziehen 1,5 Millionen Ukrainer und Europäer einfach mal runter, dann bleiben 2 Millionen Leute übrig. Davon kommen aus arabisch und islamisch geprägten Kulturkreis bestimmt 3/4, das heißt 1,5 Millionen Menschen. Davon kommen bestimmt 100.000 oder 200.000 oder sogar 300.000 unter 18-Jährige vor. Manche würden auch sagen mehr. Da ist immer die Frage, wie man dann das Alter feststellt und wie man das prüft. Auf jeden Fall, wir haben pro Jahr in diesem Lande zwischen 600.000 und 750.000 Geburten im Jahrgang. Und da mischen sie dann einfach jeden siebten, jeden achten, mischen sie dann darunter von der Spezies Talahons. Denn dieses Phänomen ist ja nicht beschränkt auf eine Ethnie, sondern dieses Phänomen geht über einen ganzen Kulturkreis über hinweg. Das kann man nicht auf ein Land runterbrechen. Deswegen braucht man da auch gar nicht kommen mit Feindlichkeit gegen irgendwelche. Ich so, nein, dieses Phänomen ist das Problem, was wir hier bekämpfen müssen. Und dann sagen sie wieder, die jungen, perspektivlosen Männer hier, da sage ich nur, kommt davon, wenn man halt nur Männer losschickt und die Frauen und Kinder zu Hause zurücklässt, ist klar, dass den Männern dann irgendwann langweilig wird. Und dafür sollen wir jetzt verantwortlich sein. Ihr kennt das im besten Deutschland aller Zeiten. Sie haben es gesagt gestern bei Karin Mioska, oh mit Nuripur von den Grünen, völlige Katastrophe. Wir haben zu wenig Sozialarbeiter auf den Straßen. Wir sind schuld. Egal was passiert, wir sind schuld. Da sage ich, Leute, wir sind Gastgeber und müssen uns dann noch die Quittung hier präsentieren lassen. Nicht nur in Form von Geld, das wir bezahlen, sondern auch in Form von Blut. Dass wir, unsere Kinder und unsere Kindeskinder hier wirklich zahlen müssen. Und dafür werden sich in diesem Lande auch noch Menschen zur Verantwortung ziehen müssen. Menschen, die das überhaupt nicht auf dem Schirm ihrer Realität haben, dass man für sowas zur Verantwortung gezogen werden kann. Und das kann auch schon dadurch sein, dass man irgendwann gesellschaftlich verächtet wird. So wie man das zum Beispiel schon seit Jahren mit der AfD versucht, so kann es auch sein, wenn es Leute gibt, die strafrechtlich nicht belangt werden können für den Schaden, den sie dem deutschen Volke angerichtet haben, dass sie öffentlich an den Pranger gestellt werden, so wie sie es jahrelang vorgemacht haben gegen die anderen. Das halte ich für durchaus realistisch. Ich bin gespannt, wie du das Ganze siehst. Abonniere diesen Kanal, schau auch mal beim Messerradar vorbei. Die Inzidenz vom Wochenende liegt bei 23. Wirklich heftige Sachen dabei. Es gab auch eine schwere Körperverletzung mit einer Ratsche. Da frage ich nur, mit der Nuss auf die Nuss oder was war der Plan dahinter? Aber schau dir dieses Video selbst an und damit sage ich, abonniere den Kanal und ciao, bis bald.